Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch. Ja, ich habe das Overwatch bereits geladen und dann fangen wir doch gleich mal an. So, es ist mal wieder das 2. Okay, Warm-up. Oh, mein Fensterchen. Also er macht gar nichts. Also können wir mal ein bisschen vorspulen. Dass das Warm-up vorbei ist, weil es mich ja nicht unbedingt helfen, wenn die ganze Zeit AFK rumsteht. Ich wurde noch gekillt. Da auch nochmal. Da hat sich jetzt das Warm-up nochmal verlängert. Weiß ich nicht. Okay. Jetzt spielen. Bislang noch nichts zu sehen. Okay, da hat er mal kurz rübergezogen. Okay, er faced einfach mit, okay. Also ich spiele jetzt nicht oft das 2. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Okay. Oh man, halb so schnell. Okay, Aimbot hat er schon mal nicht gesehen, muss ich sagen. Aimbot habe ich schon mal ausgeschlossen, ja. So, Scout. Wann kommen sie? Da kommt der Oste. Okay. Throwing a flashback. Okay. I'm throwing a flashback. Sagen wir mal so, die Reaktion war. Ich sag mal für so, ich sag Master Guardian, also glaube ich normal. Und man versucht halt Mitte zu fracken. Ich habe dann. Was war das für eine Methode? Hä? Schauen wir mal weiter. Hier rechts ist der. Okay, sieht denn da aus? Kriegt den wahrscheinlich auch down. Oh! Das ist die Tech-9 leer. Jetzt kommt Kate daher. Jawohl. Oh, jetzt ist er wieder nichts. Mal gucken, ob wir diesen... Ob wir diesen normalen Wallhack-Blick sehen, wenn der einfach mal so eigentlich gerade, also eigentlich weiß, dass vor ihm nichts ist und dann halt so seine Gegend abcheckt, aber diesen Blick macht, dann sieht man dann doch schon eindeutig. Okay, also er checkt alles, auch wenn sein Crosshair ein bisschen am Boden ist, aber das ist, glaube ich, auch bei den Guten manchmal so. Er geht. Er schaut instant CT, bevor der Typ. Okay. Er hat CT geschaut, bevor er zu sehen war. Naja. Lassen wir es mal so stehen. Ja, komm, da wird eh nichts passieren. Außer? Bitte? What? Flashback. Bitte was? War das denn gerade? I'm throwing smoke. Grenade out. Ne. Ey. Jetzt weiß ich nicht, ob der mit einer Aim-Unterstützung, ob der so ein Hack hat, wo man irgendeine Taste drücken kann, dass man halt den Aimbot aktiviert. Also vielleicht versucht er ohne zu spielen.
und setzen dann halt ein, wenn es kritisch wird. Aber das bei Mitte, ey, nee, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Jetzt pass auf. Okay, halt inst, wie er halt instant auf dem Head drauf ist. Okay, jetzt hat er AK, jetzt hat er AK. Wahrscheinlich abgehen. So, jetzt zeig mir deine Skills. So, er geht lang. Flashed. Okay, jetzt machen wir mal. So, er flasht rein. Ne, er smoked rein. Zieht den da oben. Und trifft gar nichts. Ja, da hat er halt... Da hat er halt reinge... Das, ah, weiß nicht. Da hat halt... Das, die Aimbot-Taste gedrückt wahrscheinlich. Ja, jetzt guck doch schön den Skin an. Warum guckst du auf den Boden? Ja, du gehst natürlich instant CT. Das ist halt immer die Frage, ja. Wenn man mit Wallhack hat, man weiß ja, wo die Gegner stehen. Man weiß, wo der Gegner sein Head ist. Das sieht halt immer so nach Aimbot aus, ja. Blending. Da muss jetzt noch eine ganz spezielle Szene kommen, wo er halt sein Aimbot zeigt. Na gut, das war halt normal. So, mit hier raus smoken. Er checkt Mitte nicht. Mitte kann immer stehen. Selbst wenn da gesmoked ist. Weißt du, er läuft halt einfach raus. Er weiß, dass da links keiner steht. Das weiß er einfach. Also ein Wall würde ich ihm auf jeden Fall schon mal reindrücken. Jetzt ist halt immer die Frage wegen dem Aimbot. Na gut, den zieht er jetzt. Also den kriegst du jetzt nicht mit dem One-Tap hin. Was bist denn du? Was bist denn du für ein Mo? Okay. Wie viel steht er denn? Der ist, glaube ich, nur nicht gestorben. 13-1. Gut. Mit dem Garten läuft. Ja, ja, okay. Er checkt bitte nicht links die Ecke. Onspot könnte auch noch sein. Wie er halt weiß, dass da einer steht. Jetzt guckt er rechts, dann steht da einer. Ah, ja, 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 okay. Okay. Flashback. Okay, also da kann mir jemand erzählen, da kann mir noch jemand erzählen, ja, das ist vielleicht, was ich, ein Global Smurf ist oder so. Das ist kein Global Smurf, Leute. Ja, ja. Hätte ich jetzt langsam mal machen müssen, aber das war Pre-Fire. Das war Pre-Fire. Der hat auf jeden Fall einen Wallhack drin. Ja, komm, komm. Zeig, zeig was. Das guckt bestimmt gleich dann nach unten. Ah, jetzt kommt Abe. Hm, ich weiß nicht, Aimbot. Manchmal hat er halt schon Aimbot drin, ja. Das läuft einfach straight drauf zu, da könnte immer noch einer stehen. Aber er weiß halt einfach, dass da keiner steht. Victory shall be ours. Ach, von hinten, ja, leider geht halt der Wallhack nicht nach hinten. So, bist du bisschen jetzt da stehen geblieben? Er guckt einfach nicht Mitte. Er guckt einfach nicht Mitte. Mitte könnte immer stehen. Und er geht jetzt down. Da lässt er sich jetzt halt ein paar Mal killen.
Ist ja logisch. Man will ja nicht auffallen. Was, das war's schon? Okay. Also Leute, auf jeden Fall wischen, ja. Das hat er nicht gehabt. Aimbot. Also, das ist ja immer die Frage, ja? Man weiß, wo die Gegner stehen. Ja? Man weiß einfach, wo die Gegner stehen. Aber da waren halt schon, ich glaube, 3-4 Schüsse dabei, wo der halt einfach denkt, so, der hat halt kurz da auf seine Aimbot-Taste gedrückt und dann abgedrückt. Deshalb, also Griefing nicht, aber bei Aimbot, also da, jetzt weiß ich nicht, wenn es ja einmal vorkommt, kann man es ja machen, glaube ich, ja. Also dann hat er auf jeden Fall auch Aim Assist. So, könnt ihr gerne eure Meinung wieder unten reinschreiben, ob Aimbot ja oder nein, weil Vision haben wir ja geklärt, das hat er auch auf jeden Fall. Und dann sage ich einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal.